Yo zusammen! Ja, das wäre jetzt dein Part, aber egal, ja? Mach einfach. Geht schon los? Ja. Seid uns alle herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play Together mit mir, Capslock, und natürlich Alex, Sascha. Ist ja schon aufgefallen, dass wir nie den Namen von dem Spiel sagen? Ja, das ist richtig. Für alle, die es nicht... Für alle, die, ja, die den Titel nicht lesen wollen, es ist Herr der Ringe, Krieg im Norden. Und oder auch League of Legends. Oder auch so. Ist Ansichtssache. Ja. Ich meine, jeder wie er meint, ne? Wie auch immer. So. Das letzte Mal waren wir, glaube ich... Oh, ich spawn sogar mit dir. Schönes Ding. Nicht schlecht. Hier kann man nochmal Kisten zerschlagen. Oh, da waren auch solche Special... Oh ja. Dinger, ne? Kann man gleich nochmal abgreifen. Eins oder zwei? Ich sehe nur eins. Zwei waren da. Echt? Ah, eine Truhe. Ja. Stimmt ja. Plündern. Ich habe wieder eine Pfeife. Die kann wo waren das zweite? Das Special Teil. Nee, achso, ja, okay. Dann gehen wir durch diese Tür. Wow. Oh, nicht schlecht. So. Nicht schlecht. Zack. Zack. Viel zu spät. Oh oh, oh oh, oh oh. Was? Ich sehe was, ich sehe was. Ich brauche dich Hilfe. Da liegt wer. Was? Warte. Ich trau mich nicht hin, da liegt wer. Wo? Direkt vor uns. Ich sehe niemanden. Was? Wo? Direkt vor uns. Ich gehe jetzt einfach mal hin, ist mir jetzt wurscht. Ach da! Ja, jetzt, wo du das sagst. Luin, er lebt. Hörst du mich, Luin? Erwache. Erwache. Keine Macht kann gegen diese Krankheit bestehen. Was nützen Schwerter im Angesicht dieser Seuche? Was im Namen? Eradan? Hi. Ja, ich bin es, mein Freund. Ich habe geträumt. Als du erwacht bist, sagtest du etwas von einer Seuche. Was meintest du damit? Ich weiß nicht. Es war, als wäre ich jemand anders gewesen. Ich erinnere mich an eine Seuche und Verzweiflung. Die große Seuche. Vor etwa 300 Jahren vernichtete sie die Dúnedain in dieser Gegend. Du teiltest die Träume derer, für die dieses Grab gebaut wurde. Naja, überlassen wir diese Träume den Toten. Ich kann darauf verzichten. Wie seid ihr in diesem Grab gelandet? Ich weiß noch, dass wir schnell durch die Höhen vorankamen, begierig darauf, zu unseren Freunden zurückzukehren. Aber ein Nebel kam auf und es wurde schwer, den Weg zu finden. Dann hörten wir Stimmen, die uns von weit her riefen, oder von weit unten. Und dann waren die Toten überall um uns herum. Wir kämpften, doch dann spürte ich die Nähe von etwas anderem, etwas Stärkerem, Böserem. Ich sah einen Schatten, der Killeran ergriff und dann auf mich zukam. Das ist alles, an das ich mich erinnere. Aber wenn ich lebendig in dieses Grab gebracht wurde, dann vielleicht auch Killeran. Wir müssen ihn finden. Wir sollten weiter. Dies ist kein guter Platz zum Reden. Ja, ich glaube, ich kann mit euch mithalten. Lasst uns gehen, bevor sich noch mehr totes Zeug dazu entschließt, aufzuwachen. Totes Zeug. Ja, totes Dead. Okay, also, wir haben den Typen gefunden. Wir müssen jetzt Killeran finden, oder? Ja. Okay. Nicht Kili. Nicht Kili? Nein. Hier gibt es wieder Plünderparty. Das ist doch, oh, da ist noch eine Truhe. Oh, ein dickes Loch. Ja, du hast recht. Da ist eine Truhe. Aber wieder nur Plunder drin. Ja. Das machst du wieder. Moment hier mal, wollt der Typ nicht mit uns kommen? Du weißt doch, wie die NPCs hier so sind. Und tschüss. Ja, genau das. Ganz genau das. Du rennst schon wieder vor. So, da bist du. Jetzt, wo ich das Rennen endlich gelernt habe. Ah, richtig. Ich hab's auch schon wieder verlernt. Ah, da steht er ja. Wow. Oh, hier gibt's. Guck mal. Da sind Gegner. Aber da sind noch zwei Vasen. Ja, stimmt. Und eine Truhe. Oh, oh, oh. Wow. So viel dazu. Ja.
immer die Maustaste gedrückt halten. Was schreist du da eigentlich die ganze Zeit dauernd? Ich mache hier oben die ganzen Bogies gleich. Für euch. Ich bin bald am Ende, wow. Der Typ braucht, glaube ich, Hilfe, oder? Kann der sterben? Ich habe keine Ahnung. Frag mich etwas, was ich weiß, dann kann ich dir eine Antwort geben. Nicht, dass wir jetzt dieses Ding hier verlieren, weil der von irgendwelchen Zombie-Goblins gekillt wird. Ich bin gleich am Ende. Oh, ich bin am Ende. Die wird sich schon wieder beleben. Oder? Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Tja. Oh, könnten die ganzen toten Typen einfach mal sterben? Guter Plan. Du hast schon wieder ein Level erhalten. Du bist mir dauernd voraus in diesen ganzen Level. Ungefähr, ja. Ja, toll. Hast du irgendwas, was dir mehr Erfahrung gibt? Ist ja uncool. Nee. Wie weit bist denn du von Level 11 entfernt? Naja, ein Viertel fehlt mir schon noch. Oh, okay. Tja, weil ich immer voll in die Menge charge wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Sollte ich auch mal machen. So, was gibt's jetzt hier? Oh, warte, da hinten, das muss ich ja nur einsammeln. Da ist eine Truhe. Schick. Jetzt ich glaube, ich habe eine Hose von einem ziemlich coolen Set bekommen. Okay. Ich weiß nicht. Wir haben eine Truhe geöffnet und auf einmal bekommt die ein Level ab. Auch nicht schlecht. Ja. Und weiter geht's. Wow. Wieso steht denn der jetzt vorne? Wow. Der ist aber groß geworden. Toll, jetzt müssen wir seinen Freund töten, oder was? Graf Unhold Hauptmann. Falkläufer, hört mir zu! Der Graf Unhold kontrolliert ihn! Verteidigt euch! Ihr müsst ihn niederschlagen! Ach Mist, ich komme nicht an ihn ran. Dreh ist schon ein angenehmer Ort, aber die Leute hier trauen meiner Macht nicht. Der Mann, den ihr kanntet, ist tot. Dies ist nur ein böser Trick. Verteidigt euch! Wie wär's, wenn wir hier erstmal alles kaputt schnetzeln? Auf dem Weg. Muss ich dem jetzt. Wo muss ich ihn hinschießen? Also auf ihn muss ich nicht schießen, das weiß ich schon mal. Das hat nämlich gerade nicht funktioniert. Ja, ich weiß gar nicht, was überhaupt... Oh, jetzt ist sein Kumpel draußen oder sowas. Sein Kumpel draußen. Oh ja. Du hast recht. Schliefili. Wow! Vorsicht! Grab Unhold Hauptmann. Wow, wow, wow. Wow, okay, er ist nicht schwach. Der hat Power. Wow! Ganz langsam, Dude. Den Move würde ich auch gehen können. Ich kann das noch nicht tun. Jetzt ist er wieder weg. Ja. Naja, gut, jetzt werden wir seine ganzen Freunde spawnen. Aua! Mich hat's hier voll nach hinten gebumst. Ja. Schon wieder. Man kann nicht springen. Ich weiß nicht, was das ist. Ja. Ich hinter diesen komischen fetten Dingern verstecken. Das ist Säulen. Ja. War es das jetzt oder kommt noch mehr? Ja, jetzt kommen wieder Gegner. Das soll dich niederstrecken. Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen. So, komm schon. Okay. Ah. Der Typ kommt aber nicht schnell vom Fleck. Nee, nicht wirklich. Okay. Kommt der Typ wieder? Ja, ist unterwegs. Ich springe! Au, hey, 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 hey. Ach, komm schon. Ich hasse diesen Move von ihm, der ist so stark. Oh, ich liege. Lass mich dir helfen. Das war eine knappe Angelegenheit. Mist. Du hast meinen Dank. Das war. Boah, dieser Typ steht mir voll im Weg.
Oh ja, genau, die Säulen. Wow, die bröckeln total. Naja, viel halten die nicht mehr aus. Die sollten wir mal besiegen irgendwo. Ja, sollten wir. Wenn er sich das nächste Mal zeigt. Kann ja nicht lang dauern. Sollte nicht lang dauern. Okay, jetzt hier, gib ihm. Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Okay. Elbenstein des Frosts. Na, das ist doch mal was. Er kommt. Ich sehe ihn. Auf den machen irgendwie Kopfschüsse keinen Schaden. Naja. Geisterschädel. Oh doch, man muss nur nicht den Kopf treffen. Den hat's erwischt. Hahaha. Wow, wow, wow! Achso, das ist was Gutes. Ich dachte schon. Nett. Schick. Oh, ups. Es ist schwer, einen guten Freund zu verlieren. Und noch schwerer, ihn so geschändet zu sehen. Zumindest hat er jetzt seinen Frieden. Aber du, wie hältst du dich? Erst schwarze Reiter, jetzt Grabunholde. Das ist mehr, als ein Mensch gegen sich haben sollte. Aber wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Habt Dank für eure Anteilnahme, aber ich komme zurecht. Ich schulde es den Gefallenen, mit all meiner Kraft weiterzumachen. Wir haben viele Dinge verloren in diesem Grab gefunden. Du verdienst deinen Anteil. Danke, aber das würde mich nur an dies hier erinnern. Behaltet, was ihr erbeutet habt. Yay! Wow! Was war das denn? Du hast schreckliche Prüfungen überstanden. Vielleicht solltest du mit uns nach Bruchtal kommen. Oder wir bringen dich nach Bree. Es ist nicht weit. Nein, meine Kraft kommt schon wieder zurück. Ich hab Blackscreen. Lol. Dann trage ich Kilaran fort von diesen verfluchten Gräbern. Er sollte mit seinen Brüdern, die an der Sarnfurt gefallen sind, beerdigt werden. In Ordnung. Okay. Ich hoffe, dass er in Frieden ruht. Leb wohl, Luin. Luin. Okay. Haben wir den Typ jetzt gekillt? Den bösen Typen. Je. Also den Freund, Kumpeltyp. Ja genau, der ist tot. Achso, ich dachte, es wäre nur so ein nein. Trick von diesem. Oh, schade. Das Gerede, dass Bree so schön ist und so, das war ein Trick. Ah. Nee, Bree ist schön, auch wenn es regnet. Tut mir leid, aber ich. Ich wäre gern mal im tänzelnden Pony. Oh ja. Okay. Dann wollen wir mal weitergehen. Ja, gehen wir weiter. Warte mal, ich kann nur mit dem Typen sprechen. Sagt er irgendwas anderes? Nein. Okay. Ich nehme noch schnell meine andere. Oh, ich habe ein Level up bekommen. Endlich. Wurde ja auch Zeit. Oh ja, ich auch. Dann kann ich auch. Was? Schon wieder? Was? Nee, halt Level 11, also 10. Ach, was weiß ich. Ah ja. Du weißt, was ich meine. Aha. Schon klar. Natürlicher Jäger. Huh. Naja, gut, so viel habe ich nicht bekommen. Geschicklichkeit, oh, das ist gut. Stetigen. Ich bin bereit. Sofort? Jupp. Okay, gut, ich auch. Wunderbar. Weiter geht's. In Bruchtal? Hey, wir sind ziemlich schnell gereist. Ja, sieht so aus. Wir konnten es nicht mal aussuchen. Boom! Oh. Wie ist es noch, Tal von Imladris? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe keine Ahnung. Tja. Eradan, es ist schön, dich wohl aufzusehen. Eladan und Elro hier haben uns von deinen Taten in Fornost erzählt. Solch Mut und Können gereicht allen Dunedain zur Ehre. In der Tat, es ist eine Ehre, jemand so Mutiges in meinem Haus willkommen zu heißen. Und deine Gefährten ebenfalls. Danke, danke. Ich bin dir für deine Taten in Fornost dankbar. Wenn Agandas Streitkräfte sich der Jagd angeschlossen hätten, hätten ich und meine Schützlinge es wohl kaum wohlbehalten hierher geschafft.
Elrond! Danke für das Willkommen. Bist du der Herr über diese Hallen? Ja, ich bin Elrond, der Halbelb, Herr des Zufluchtsorts Imladris, oder Bruchtal, wie du es kennst. Halbelb? Was bedeutet das? Sowohl mein Erzeuger Ehrendil als auch meine Mutter Elving waren Nachkommen der Edain, der edelsten Menschen von einst. Sie und ihre Nachfahren werden Peredil genannt, was Halbelben bedeutet. Sehr schön. Bist du dann sterblich, wie die Menschen? Jeder Peredil kann sich entscheiden, ob er ein Sterblicher werden möchte oder das Leben der Eldar, der Elben, vorzieht. Vor langer Zeit entschied ich mich für das Elbenleben. Meine eigenen Kinder werden sich ebenfalls entscheiden müssen. Cool. Ich bin froh, dass du hier in einem Stück angekommen bist, Aragorn. Doch weiß ich noch immer nicht, warum deine Mission so dringend war. Ich denke, es ist an der Zeit, unseren neuen Freunden zu sagen, auf was sie sich hier eingelassen haben. Gandalf. Gandalf, du bist also auch in diese Sache verwickelt? In der Tat. Wo auch immer es Ärger und Zwietracht gibt und der Feind sich regt, da wird man Gandalf den Grauen antreffen. Habt ihr eine Erklärung, warum der Feind so entschlossen dazu ist, diesen armen kleinen Hobbit in seine Finger zu kriegen? Ihr habt eine solche Erklärung mehr als verdient. Sagt mir, was wisst ihr über Isildurs Fluch? Ich hab keine Ahnung. Darüber weiß ich nichts. Was ist Isildurs Fluch? Isildurs Fluch ist der Ring der Macht, vor langer Zeit vom dunklen Herrscher Sauron geschmiedet. Auf diesen Ring übertrug Sauron einen großen Teil seiner Macht. Aber er ist viele Jahrhunderte verschollen gewesen. Wenn ich mich nicht irre, ist der Ring nicht mehr verschollen. Ganz recht. Nachdem er über Jahrhunderte verloren und beinahe vergessen war, wurde Saurons Ring jetzt wiedergefunden. Willst du damit sagen, dass der Hobbit, den Aragorn gerettet hat, in den Besitz des Rings des dunklen Herrschers gekommen ist? Kein Wunder, dass der dunkle Herrscher seine tödlichsten Diener gesandt hat, um ihn zu suchen. Was wird jetzt aus dem Ring? Es gibt keinen sicheren Verwahrungsort für den Ring, nicht einmal hier in Imladris. Er stellt eine Gefahr für alle in seiner Nähe dar. Uns bleibt keine Wahl. Der Ring muss zerstört werden. Um das zu tun, muss der Ring in dieselben Flammen geworfen werden, aus denen er entstand. In das Feuer des Schicksalsbergs im Lande Mordor. Der Hobbit Frodo Beutlin hat sich bereit erklärt, ihn dorthin zu bringen. Ihr schickt doch einen Hobbit nicht allein nach Mordor. Nein, sicher nicht. Eine Gruppe von 9 Gefährten wird mit ihm gehen. 9 Läufer, um Saurons 9 schwarzen Reitern entgegenzutreten. Unter diesen Gefährten werden Repräsentanten aller freien Völker dieser Welt sein. Elben, Zwerge und Menschen. Aragorn und ich werden ebenfalls mitgehen. Wir drei haben uns bereits in der Schlacht bewiesen. Erlaube uns, uns den Gefährten anzuschließen. Die Gemeinschaft des Rings muss auf Schnelligkeit und Geheimhaltung bauen, nicht auf Waffenstärke. Ihre Anzahl muss gering sein. Selbst wenn wir 1000 solcher Krieger auf die Reise schicken, würde es höchstens den Zorn des dunklen Herrschers wecken. Wir stehen zu deiner Verfügung. Was hast du für uns zu tun? Die Nazgul und Agandar sind ernste Bedrohungen. Wir müssen so viel wie möglich über ihre Vorhaben in Erfahrung bringen, bevor die Gemeinschaft aufbricht. Kundschafter werden in alle Himmelsrichtungen ausgeschickt, um die Gegend um Bruchtal abzusuchen. Deine Hilfe dabei würde unserer Sache einen großen Dienst erweisen. Einverstanden. Wo sollen wir beginnen? Agandar ist unsere größte Sorge. Auch wenn die Nazgul mächtige Feinde sind, ihre Mission hier im Norden ist mehr als klar. Was Agandar plant und wohin er gegangen ist, nachdem er vor euch floh, das können wir nur raten. Ich vermute, er plant, uns hier anzugreifen. Saurons Hass auf die Elben brennt sehr tief. Und er vergisst nicht, welche Rolle wir bei seiner Niederlage im Krieg des letzten Bündnisses spielten. Wenn er Feldstärke sucht, findet er sie womöglich in den Ettenöden. Ihr kennt jene Gegend besser als ich. Was könnt ihr mir von den Ettenöden erzählen? Die Ettenöden sind ein Ausläufer des Nebelgebirges und liegen direkt nördlich von Bruchtal. Es ist eine unwirtliche und sehr felsige Gegend. Die Heimat vieler Trolle und Riesen. Na toll. Ich selbst war erst vor einigen Tagen in den Ettenöden. Ich sah dort keine Spur von Agandars Anwesenheit, aber ich sah auch keine Trolle. Diese Tatsache allein schon ist beunruhigend. Es könnte sein, dass sie ihre Kräfte irgendwo im Ödland zusammenziehen. Dann sollten wir das wissen, bevor sie uns überraschen.
Wir werden die Ettenöden erkunden und sehen, was wir dort herausfinden. Nach dem, was ich von Aragorn und Elronds Söhnen über euch hörte, habe ich nichts Geringeres erwartet. Dennoch, ihr hattet einen langen Weg und schwere Kämpfe hinter euch zu bringen, um bis hierher zu kommen. Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht, um zu ruhen und wieder zu Kräften zu kommen. Die Ettenöden sind ein gefährlicher Ort für die Unvorbereiteten. Die Gastfreundschaft meines Hauses ist dir sicher, solange du es wünschst. Zwei Jahre. Oh,